So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play American Truck Simulator, hier bei mir Tier Pictures Gaming. Heute mal, ja, ihr dürft halt zum ersten Mal mittesten hier das ganz neue Setup sozusagen. Es ist kein komplett neues Setup jetzt irgendwie vom Spiel her oder sonst irgendwas, aber es ist insofern ein komplett neues Setup, als dass der Ton jetzt komplett anders übertragen und aufgenommen wird. Ich muss mal jetzt kurz hier mal schauen, ob wir hier eigentlich, wie das mit dem Schlafen ist. Ja, wir müssen nämlich erstmal nochmal schlafen, bevor wir hier weiterfahren. Ich würde sonst gern von hier direkt was nehmen, aber ich glaube, dass das gerade nicht so funktioniert. Ja, zu dem Ton müsst ihr wissen, es ist jetzt folgendermaßen. Ich habe jetzt tatsächlich ein Tool gefunden, was es mir ermöglicht, die einzelnen Kanäle vom Mischpult direkt halt zu routen auf Windows, dass sie als einzelne Audiogeräte erkannt werden. Entsprechend habe ich jetzt auch den Voice Chat und auch das Game Audio auf alles auf dem Mischpult. Habe jetzt meine Kopfhörer für die Aufnahmen zumindest jetzt hier so mal zum Testen und sonst zumindest für die Aufnahmen, wo ich halt mit Voice Chat mit Leuten rede, dann jetzt im Mischpult stecken. Ansonsten weiß ich noch nicht, ob ich sie sonst hier. Ich habe es mir halt offen gelassen, dass ich hier trotzdem für den normalen, also dass der Rechner Audio, das Rechner Audio halt immer noch über die gleiche Soundkarte hier läuft und ausgegeben wird. Das heißt, ich kann die Kopfhörer auch immer noch da reinstecken, so für den normalen Gebrauch, ohne den anderen Rechner halt mit der Software anhaben zu müssen. Ansonsten wird halt jetzt in dem Zoom-Mischpult durch die Software das Audio, was da rauskommt, dann halt wieder hier raufgeroutet, genauso wie auch das Audio vom anderen Rechner. Das heißt, ich muss jetzt auch endlich nicht mehr die Kopfhörer umstöpseln, wenn ich auf den beiden Rechnern gleichzeitig arbeite. Ich habe jetzt einfach von beiden Rechnern den Ton auch auf den Kopfhörern, was sehr vorteilhaft ist. Ja, und das ist jetzt eben so, dass ich halt vor allem dadurch, ich habe es gemacht, damit ich halt den Voice Chat als einzelne Spur halt auch aufnehmen kann. Das ist mir halt bei Man of Men aufgefallen. Da war das halt sehr hinderlich, dass wenn du halt mit jemandem zusammenspielst und du schneidest halt immer an einer bestimmten Szene und derjenige redet dann vielleicht halt gerade, kannst du halt nichts machen, weil du, ne, du die Spur nicht muten kannst, nicht wie dich selber. So bei mir ist das öfters mal, wenn ich schneide, dann gerade an so einer blöden Schnittstelle laber ich halt gerade. Und das ist halt nichts wirklich Wichtiges, was ich da sage. Dann mute ich das halt manchmal einfach so, ne, damit der Schnitt dann halt passt. Und das geht dann halt da auch. Dann habe ich da auch die schönen getrennten Spuren. Deshalb nehme ich das jetzt mal hier gerade als Testaufnahme, nehme jetzt mal auf, um mal zu schauen, wie das Ganze halt so ist. Ob das jetzt hier gut funktioniert, gerade halt auch mit der Qualität des Rechner-Audio jetzt. Es gibt nämlich manchmal, gibt es so Verzerrungen, wo dann halt dieser Treiber nicht mehr so ganz mitspielt. Das kommt aber, glaube ich, eigentlich nur vor, wenn der Aufnahmerechner hier sehr unter Last ist. Das ist jetzt bisher nicht vorgekommen so. Ich hatte es halt, als ich Premiere offen hatte. Deshalb weiß ich noch nicht, was da jetzt vielleicht dann noch passiert. Das ist ja dafür jetzt so ein bisschen diesen Stresstest. Ja, und ansonsten bei mir ist das jetzt so, ich habe jetzt hier noch eine zweite Soundkarte an, bei dem noch ein zweites Audio-Interface halt an den Gaming-Rechner halt angeschlossen, wo halt dann nur die Discord-Spur drüber rausgeht. Davon haben wir jetzt hier natürlich nichts, gerade können wir jetzt hier erstmal nicht testen, weil ich hier natürlich jetzt gerade mit niemandem Voice-Chat gerade habe. Aber mir geht es auch darum, ein bisschen genau hier weiter zu testen, ob der Ton hier weiter, also der hier sollte eigentlich noch genauso gut sein wie vorher, mein eigener Aufnahmeton, also der vom Mikrofon, und ich hoffe, dass halt auch der Game-Ton nicht zu sehr drunter leidet. Jetzt, ich bin positiv überrascht, als ich das letzte Mal noch, also wirklich auf analogen Wege im Mischpult das Ganze hatte und die Kopfhörer dran hatte, fand ich es halt eben unzumutbar, so sein eigenes Game-Audio halt eben nur so über die Kopfhörer zu hören. Jetzt finde ich ziemlich gut. Da müssen wir jetzt mal abwarten, wie es halt dann so ist. So, wir sind jetzt da. Ich glaube, am besten ist, wenn wir hier mal kurz zum Schlafen fahren, dann haben wir da so eine größere, haben wir so die große Bandbreite da, wo wir halt gucken können, was ist. Ich finde es auch eigentlich ganz gut. Ich weiß halt noch nicht, ob ich es mag oder nicht mag. Deshalb weiß ich halt auch noch nicht, wie ich das später beim Spiel dann halt mache in Zukunft, ob ich das halt umschalte oder nicht. Also, oder ob ich die Kopfhörer halt umstecke oder nicht, weil ich kann gerade noch nicht wirklich sagen, ob ich es mag oder nicht mag, dass ich hier mich jetzt selber höre.
schon wieder. Lief schon mal besser. Boah. Wer baut denn eigentlich diesen komischen Ausgang hier? Oh. Na gut, dann eben da links. Ich meine, heute ist auch gerade besonders krass hier. Das ist wow. Ich weiß nicht, was heute ist. Also es, heute scheint es halt, ich sehe nicht, heute scheint es extrem unflüssig oder extrem stock zu sein. Ich sehe selber jetzt keinen großen, also ich habe jetzt optisch gerade keine großen Probleme oder merke nicht wirklich, dass es ruckelt. Aber es ist, also vom Gefühl her grenzt es heute gerade schon fast an Motion Sickness. Deshalb. So. Der will abbiegen, das wäre eigentlich unsere Chance. Dass wir ihn hier auch abbiegen können. So, wir müssen noch später eh wieder nach rechts rüber, also fahren wir schon mal auf die rechte Spur. 40 dürfen wir, okay. Nice. Boah, ich habe gerade einen Ohrwurm. Das Schlimme ist, mir macht diese. Ich habe mal die. Von dem Rift Home Dings habe ich mal die Dings geändert. Die Home Menü Musik da. Und davon kriege ich jetzt immer voll den Ohrwurm. Oh, das war ein bisschen doll gebremst. Oh, aber habt ihr den Ruckler gerade gesehen? Sollte das hier etwa besagtes? Ja, das hier ist tatsächlich das. Ich dachte halt, es wäre ein Hotel. Es ist aber nur diese luxuriöse Rest Area. Okay, kann man machen. Wir wollen ja hier jeden Teil von Washington kennenlernen, auch die weniger schönen Bereiche. Ja. Was ruckelt das heute so? Boah, ja, ist gut. So, dann schlafen wir einmal. Und suchen wir jetzt mal was auf dem. Wir sind ohne Anhänger, ne? Ja. So, auf dem Frachtmarkt aus. Astoria bringt uns rechtlich wenig. Wir wollen ein bisschen Washington erkunden. Na, das sieht doch mal super aus nach Olympia. Gucken noch mal kurz, was sonst noch so gibt. Nee. Das ist auch nicht, vor allem nicht gut, wenn wir dann nicht mal richtig in der Stadt sind. Beim anderen sind wir wenigstens einigermaßen in der Stadt. Dann ist nach Seattle wäre natürlich auch super. Aber ich kann auch dann nach Seattle für mich fahren von Olympia aus. Wir nehmen mal den hier. Ich hoffe, der läuft nicht allzu schnell ab. In 4 Stunden. Nee, da kommen wir auf jeden Fall rechtzeitig hin. Auch wenn er ein bisschen weg ist, glaube ich, ne? Was ist das für eine Warnung? Das ist wahrscheinlich, ich glaube, das ist wie diese Brems-Druckluftwarnung, ne? Die wir schon mal hatten. Sie warnt, glaube ich, einfach nur davor, dass er nicht genug Bremsdruck hat. Hossa! Da ruckelt aber ein Spiel ganz schön. How come? Eigentlich darf man hier nicht rüber machen, das mal. Also ich glaube zumindest, dass man nicht rüber darf. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich meine, die Linien sind andererseits hier auch irgendwie. Auf irgendeine Art sind sie auch gestrichelt. Aber ich weiß nicht genau welche. Also inwiefern das. Eine Aussage hat, irgendwann müssen wir auch tanken. Ich hoffe jetzt, wir kommen noch ein bisschen aus. Wäre natürlich nicht schlecht gewesen, da jetzt gerade zu tanken, aber da war ich gerade zu doof für.
drauf zu achten. Jo. Tut mir übrigens immer noch leid, dass jemand dieses Geratter hier vom Lenkrad hören müsste. Ich muss ja jetzt auch zum ersten Mal mal selber so mithören, aber ich meine, ich kenne es ja vom Schneiden auch, wie schlimm das halt eigentlich ist, also dass das immer so ein bisschen fies da so hoch rumrattert. Es tut mir übrigens auch leid, dass ich heute gerade wieder so ein blödes T-Shirt anhabe, dass ich hier oben so halb durchsichtig bin. Das war jetzt reiner Zufall, weil ich musste jetzt gerade, irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, jetzt irgendwas aufzunehmen, um das Ganze zu testen. Und ich fürchte auch gerade, dass mit der Aufnahme könnte auch generell ein bisschen hinderlich werden, weil ich gerade gar nicht weiß. Das muss man ganz kurz checken, vielleicht gleich, wenn ich hier wieder wo bin, wo ich gerade, wo gerade nicht die Ampel rot wird. Dann müsste ich mal checken, wie das eigentlich ist mit der, mit dem Festplattenplot auf diesem Rechner. Da habe ich mir gar keine Gedanken jetzt irgendwie gemacht. Dieser PC, 45 GB, das sollte eigentlich gut reichen. Okay, das ist schon mal gut. Der Ding war drauf, ja. Wow, schon wieder dieses schöne, Hubbel. Den gibt es anscheinend in beide Richtungen. Kleiner Speedbump, damit man dann nicht allzu schnell rüberfährt. Ich meine, klar, wir sind ja auch gerade schon wieder zu schnell unterwegs. Müssen wir ja zugeben. Also ich hoffe, dass jetzt nicht gerade hier die Schranke da zu. Das war, finde ich, immer noch unser bestes Erlebnis, wo man dann, wo wir dann halt auch einfach nicht mehr bremsen konnten und dann so schön die Schranke einem dann so voll drauf geknallt ist. So, jetzt muss man gucken, hier noch nicht, ne? Sondern den nächsten. Auch nicht gleich den, also auch den hier noch nicht, sondern erst die darauf, glaube ich. Nee, doch, das ist dann schon hier die nächste. Die hier ist das. Das war schon ein bisschen hoch. Sehr schön. Nice. Das ist immer noch 60, ja. Dann können wir hochschalten. Haha. Ach so, stimmt. Wir müssen ja erstmal noch. Erstmal geht es ja noch gar nicht so wirklich. Wir fahren ja gerade nur erstmal eine Abfahrt weiter. Schon wieder vergessen. So. Oh Gott. Denkt sich in sowas aus hier. Uah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bloß nicht vom Bus überfahren lassen. Oh Gott, was mir jetzt da gerade aufgefallen ist. Oh Gott, ich hoffe, dass jetzt mit dem neuen Setup es mir bloß nicht allzu oft passiert, dass wieder irgendjemand auf die Idee kommt, in diesem Zimmer zu drucken. Dann. Glaube ich, da kriege ich hier noch einen Herzinfarkt. Das ist echt schlimm, was man so alles, also wenn man die Kopfhörer so aufhört, das ist anders als noch in der Aufnahme. In der Aufnahme ist der Anteil nicht so groß vom Ton. Da ist es relativ leise, aber jetzt hier so im Mischpult, so wie er rausgespiegelt wird, höre ich mich selbst, also höre ich das Mikrofon selber recht laut. Und das ist gar nicht mal so ohne. Warte, warum höre ich eigentlich das? Das hätte man es vielleicht sogar glatt anders machen können. Das könnte ich vielleicht sogar ausschalten. Na egal. Ist jetzt auch egal. Zack. So,
Ich hoffe, der ist noch da, der Auftrag. Ja. Können wir noch bearbeiten. Wir könnten auch. Aber das ist dann jetzt wieder, wenn ich den nehme. Bin gerade nicht sicher, kann ich hier doch gehen und dann abbrechen? Ist das dann der? Nee, okay. Ich bin nicht gerade nicht sicher. Ich mach's mal gerade kurz, weil ich hatte es jetzt auch schon ein paar Mal, dass er dann plötzlich. Also es ist dann plötzlich doch eine andere Route woanders hin war, wenn ich den gewechselt habe. Deshalb traue ich mich da jetzt gerade nicht so ganz. Nehmen wir lieber die Dinger. Ist ja auch ganz cool, nochmal wieder das zu machen wie letztes Mal und jetzt hier nochmal wieder einen Doppelanhänger zu haben. Ich glaube zumindest, dass es ein doppelter ist. Sieht so aus. Aber es sind zwei sehr kurze. Das ist auch mal nochmal wieder eine Erfahrung. Also jetzt haben wir das Problem. Das finde ich immer noch äußerst ätzend. Da müssen sie echt demnächst echt mal, das wäre so das nächste große Update, wo sie mir echt nachlegen müssen, dass man bitte rutsche in die richtige Richtung. Nein, ich rutsche in die falsche Richtung. Das nächste große Update, wo sie mal echt nachlegen müssten, dass man halt die Was wollte ich sagen? Das nächste große Update, wo sie halt echt nachlegen müssten, wäre halt echt dieses, dass man halt hier hinten aus dem Fenster raus wirklich den das Heck von der Zugmaschine sehen kann. Was ja momentan halt tatsächlich nicht so ist. Da ist ja einfach nichts, wenn ich da rausgucke. Es fällt vielleicht den meisten nicht so auf. Also ohne Rift fällt es halt nicht auf. Aber mit Rift, wenn man das halt versucht zu nutzen, fällt es halt, finde ich, schon ziemlich auf. Ich glaube, da geht's hoch hier. Ja. Ist eigentlich cool gelegen hier, ne? Boah, jetzt nur irgendwie hier wieder rauskommen, ey. Ach, ey, okay, das wird jetzt natürlich ein Spaß. Mit den ganzen Dingern hier bei. Ich hoffe, die kommen alle mit. Wenigstens. Kommt hier gerade niemand. Juhu. Und ab geht's hier. Ab geht die Post. Was war das für ein Geräusch? Teilweise, oh, das ist voll schlimm, was man hier manchmal hier für Geräusche drin hat im Mikrofon tatsächlich. Wenn man denn so denkt, so Hilfe, was war das gerade? So, versuchen wir uns nochmal wieder hier mal mit einem guten Thumbnail oder so. Sehr gut bin ich ja nicht da drin. Aber was soll's. Irgendwie muss es sein. Finde ich. Wir sollten unbedingt die Rundumleuchte anmachen mit dem Transport hier. Bei unseren Fähigkeiten, bei meinen Fähigkeiten, besser gesagt. Jetzt ja, bevor da gleich wieder so ein Agrobus kommt, der in irren Geschwindigkeit um die Kurve zischt. So. Und dann geht's jetzt ab nach Olympic City oder sowas. Olympia, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt. Ich glaube, die ist Olympic City, ne? Schon ganz schön zu kämpfen, doch mit diesem Gewicht dieser Anhänger. Hätte ich nicht gedacht. Ach, der rote Generator ist hier nämlich der Halleluja. Das kennen wir ja schon.
Das hier ist vielleicht ganz cool. Das könnte man vielleicht als Thumbnail nehmen, wenn ich das ordentlich hingekriegt habe. Das weiß ich aber jetzt gerade nicht. Das wäre so schön. Ne, ich wünschte, ich könnte was gegen diesen schlimmen Ton tun von dem Dönster, aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll, ne? Dass vom Lenkrad jemand ist. Von dem Force-Feedback-Motor. Dieses Geräusch, das tut mir halt echt leid, dass ihr das immer ertragen müsst. Dieses richtig hohe, fiese Gekrsch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 
an der Westküste der USA das generell irgendwie so ist, ne? Dass die meisten Staaten da relativ bunt sind, so von wegen Vegetation. Unsere von die Vegetation ist nur, sind nur Pflanzen, ne? Ich weiß gerade gar nicht, bezieht Vegetation Stein, also Stein und Fels mit ein? Oder bezieht das sich nur auf Pflanzen? Aber ihr wisst, was ich meine. Also von der ganzen Natur her sind die halt sehr vielfältig. Also halt, je weiter man halt nach Süden kommt, so New Mexico und Arizona sind halt nicht ganz so vielfältig, aber der Rest. Oh Gott, jetzt müssen wir mal echt gucken. Es wird langsam echt knapp mit dem Sprit. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Da hätten wir eben fahren können. Ich hoffe, der Sprit reicht noch bis hier unten. Und dann müsste ich hier auch echt mal da kurz die Tanke müssten wir kurz mal anfahren. Hilft alles nichts. The Dells. Huch, da fahren wir da wieder. Das ist ja lustig, dass wir erst wieder runterfahren nach Oregon. Na gut. Dann können wir bei der Tanke gleich glatt nochmal wieder den Part beenden. Die sind da so lang, dann. Tatsächlich. Erstaunt mich immer wieder, wie schnell man dann die Zeit immer voll kriegt hier bei American Truck Simulator. Weil ich meine, so vom Fahren her kommt es einem halt gar nicht so lange vor, ne? So. Bald haben wir es geschafft, bald können wir tanken. Ey, das ist hier so cool, ne? Ist das cool. Also so viel geiles Zeug, also so viel geile Sehenswürdigkeiten, warum schon die Straße hatten wir bisher wirklich bei noch keinem Staat gefühlt. Ich meine, New Mexico und Arizona waren halt auch schon ziemlich gut und hier jetzt als letztes Oregon, klar, war auch schon, also er war halt ziemlich nah dran und eigentlich hätte ich erwartet, dass ich so. Eigentlich hatte ich echt erwartet, dass ich Oregon hübscher finde als Washington und dass Washington hätte ich erwartet eigentlich, dass es langweiliger ist als Oregon. Aber tatsächlich ist es schon ziemlich cool. Guck mal, hier ist sogar noch so ein fetter Raddampfer oder was? Ja. Ich frage mich, ob das ein echter Raddampfer ist oder so ein Fake-Raddampfer wie die bei uns in Hamburg. Also die hinten dieses Rad haben, aber eigentlich nicht damit angetrieben werden. Schicke Kirche. Wo man jetzt natürlich Oregon gegenüber fairerweise sagen muss, momentan befinden wir uns halt jetzt gerade wieder in Oregon, ne? Fällt mir dabei gerade ein hier bei der ganzen Sache. Exit 82, den brauchen wir. Was ist das denn jetzt? Das ist jetzt wieder so verwirrend hier im Navi eingezeichnet. Das natürlich so. Eigentlich ist es so, dass wir jetzt hier links rumfahren. Auch wenn das so Navi gerade so aussieht, als soll es geradeaus gehen, finde ich. Das ist immer noch nach wie vor sehr verwirrend, dass es keine bessere, also dass das nicht irgendwie ein bisschen besser dargestellt wird, wenn da die sich kreuzen, die Strecken. Also ich glaube, wir haben Vorfahrt. Hier ist ein Stoppschild, dann haben wir keine Vorfahrt.
okay, Vorfahren bis zur Sichtlinie gilt anscheinend auf jeden Fall auch in den USA. Auch eigentlich mal gut zu wissen, habe ich bisher nie drauf geachtet. Und das ist auch eine sehr geile Gegend, muss ich sagen. Sehr cool. So, jetzt mal schauen, dass wir irgendwie. Ich glaube, dass uns in diesem Fall der hier hinten mehr zusagt. Die Säule. Pure Energy. Also, ja. Das wäre nicht schlecht. Motor abstellen wird ja durchaus empfohlen beim Tanken. Und dann würde ich glatt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Und tschüss. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge.